Hallo zusammen und herzlich willkommen zu den Zone Blitz News am 4.2.2016. Heutiges Thema, das Robocraft Update. Seit heute ist es draußen, Missile Launch Update heißt das Ganze und bringt eine neue Waffengattung mit sich, und zwar den Lock-On Missile Launcher. Wie der Name schon sagt, ein Raketenwerfer zum Mitnehmen. Diese Raketenwerfer gibt es im Depot zu kaufen, das werde ich gleich noch genauer zeigen. Zuerst aber ein paar Fakten dazu. Der Raketenwerfer selbst hat das Lock-On-System, was etwa 2-3 Sekunden ungefähr braucht, um wirklich ein Ziel anzuvisieren. Ist es anvisiert, bleibt es auch so lange anvisiert, wie man es im Blickfeld hat. Und man kann bis zu 6 Raketen abschießen. Ihr habt richtig gehört, bis zu 6 Raketen. Ihr müsst nicht alles auf einmal abschießen. Ihr könnt das Ganze dosieren. Ebenso ist es so, dass die Raketen sich nach und nach nachladen. Man aber nicht gezwungen wird, so lange zu warten, bis alle 6 Raketen wieder frei sind. Ihr könnt schon, sobald eine wieder im Lauf ist, sofort weiter schießen. Eine Verbesserung in Bezug auf die Raygun, bei der man immer warten muss, bis alles wieder nachgeladen ist, um mal wieder schießen zu können. Die Raketen selbst können auch einfach so abgeschossen werden, ohne dass sie etwas anvisieren. Aber das Ganze ist dann relativ geradlinig, also damit was zu treffen, grenzt dann eher schon an ein Wunder. Es ist dann so ein bisschen wie die Aeroflak-Kanone, dass man einfach auf gut Glück irgendwo hinschießt und hofft, dass man irgendwas trifft. Die Raketen selber haben einen Schaden von etwa 37.000 pro Rakete, wohlgemerkt. Neben den Raketenwerfern gibt es aber auch die Rays zu beachten, denn durch die Bahn weg wurden jeder Ray-Gattung, egal ob klein oder groß, 22% mehr Schaden gegeben. Das heißt zum Beispiel, dass die kleinste Variante nicht mehr 20.000 Schaden macht, sondern knapp 25.000 Schaden. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, denn ich bin so ein Gegner der Rail. Also nicht in Bezug auf, die sollte abgeschafft werden, eher in Bezug auf, wenn sich jemand einsetzt, hat er jetzt schon jemanden ohne Probleme töten können. Jetzt dem Ganzen noch mehr Schaden zu verpassen, da bin ich mir etwas unsicher. Weiter wurde den Rudern und Flügeln noch etwas herumgeschraubt, und zwar an den Lebenspunkten. Was genau seht ihr hoffentlich, wenn die Seite wieder online ist, an dieser Stelle im Hintergrund. Falls nicht, tut mir leid, aber ich kann nicht jede Information rausholen aus dem Internet, wenn die Seite nicht da ist. Weiter gibt es zu Aeroflak noch etwas zu sagen, und zwar hatten wir bisher das Problem, dass die Schüsse immer relativ geradlinig waren, und zwar von der Waffe hinweggehend. Jetzt ist es so, dass die Schüsse Richtung Zielkreuz gerichtet sind. Es kann jetzt also nicht mehr vorkommen, dass man einen Gegner ganz knapp vor sich hat und die Schüsse raus links und rechts dran vorbei, weil die Schüsse geradlinig alt sind. Nein, jetzt kann man auch wirklich einen Gegner vor sich treffen und muss sich nicht damit abfinden, einfach nichts mehr zu treffen, sobald der Gegner in einer gewissen Nähe ist. Weil da gibt es natürlich noch jede Menge andere Bugfixes, aber die könnt ihr euch liebend gerne in den Credits unten herausholen und selber nachlesen. So, hier sehen wir das Ganze. Gleich nach der Aero-Kanone haben wir hier den Lock-On-Launcher. Der hat über 5700 Lebenspunkte, CP-Flops von 275, heißt, es ist ein etwas größeres Gerätschaft. Wenn man bedenkt, Aeroflak hat 300, und zum Beispiel eine normale Plasmakanone hätte jetzt in dem Sinn nur 30. Ein ordentliches Gerät. Hobart Ranking von über 8000, Health Rate von 1,0, Masse knapp 35 Kilo, Schaden haben wir schon gesagt, und Explosionsradius der Rakete von 12,5 Metern, also ordentlich. Genauso ordentlich der Preis. Man bezahlt etwas mehr als 10 Millionen, wenn man es in Ingame-Währung macht, oder Galactic Points 2300. Heißt ein bisschen weniger als die Flak-Kanone. Und wie beim letzten Mal habe ich auch etwas vorbereitet. Wie schön. Der gute Land Raider muss wieder dran glauben. Und wie man sieht, das Ding ist nicht klein. Ich habe überlegt, eigentlich eine kleine Drohne mit dem ganzen Ding hier zu machen, aber ich glaube, damit eine Drohne zu machen, das könnte ein bisschen schwierig werden. Wenn man bedenkt, dass das Ding fast schon so groß ist wie der ganze Panzer an sich. Na, deswegen sehen wir hier. Er geht etwas nach oben, heißt 90 Grad senkrecht nach oben und 28 Grad nach unten, heißt, wir können sogar noch etwas in dem Bereich abschießen.
gerade sagen, ich habe noch keine zweite mehr. Wie das Ganze sich auf dem Schlachtfeld macht, sehen wir jetzt mal kurz im Singleplayer-Modus. Denn ich glaube, mit der Variante jetzt schon in den Krieg zu ziehen, wäre etwas nicht so ganz das Wahre. Nichtsdestotrotz werde ich mir auf jeden Fall auch dafür wieder etwas Schönes einfallen lassen. So schaut das Ganze aus, wie man sehen kann. Crosshair hat ein paar Pfeile dran. Das sind die Marker. Da muss ich jetzt mal kurz nach vorne fahren und hoffe, dass ich irgendwas sehe. Genau, da hinten ist es. Um etwas zu markieren, muss man auch draufbleiben. Zack, und jetzt wäre anvisiert. Und von hier können wir jetzt schießen. Heißt, selbst wenn wir hier den Lok verlieren, wir sogar nicht mal. Doch, jetzt werden wir verloren. Aber die Raketen sollten trotzdem noch getroffen haben. Rechts haben wir den Balken, inwieweit die Raketen nachgeladen werden. Und wir sehen, ich schieße gerade eine nach der anderen ab, ohne irgendwie großartig warten zu müssen. Das Gute ist sogar, die Raketen werden Block für Block nachgeführt, wie ihr sehen könnt. Die eine einzige Rakete, wo ich rausschieße, kommt nie aus demselben Loch, sondern immer aus der am nächsten generierten Variante. Und, oh, jetzt habe ich gerade... Na, kommst du, ja? Den Lok verloren. Und dafür, dass es ziemlich viel Schaden macht und trifft, insofern man auch drauf bleibt, ne? Kommst du ja? Dankeschön. Das hat ein bisschen lange gedauert. Haben wir vielleicht noch irgendeinen, den wir vielleicht ein bisschen schneller kaputt bekommen? Vielleicht den hier? Warum eigentlich nicht? Jetzt zeigen wir mal. Wir gehen mal weg hier. Und den Lok verloren und die Rakete saust irgendwo hin. Heißt, im Bestfall sollte man natürlich schauen, dass man den Lok nicht so schnell verliert. Ah, jetzt trifft er wieder. Manchmal trifft er, manchmal trifft er nicht. Die Frage ist natürlich, wie wird sich das auf das Spiel auswirken, wenn man von Querfeld einmal rüberschießen kann? Wird so sein wie bei den Rays, würde ich mal behaupten, dass der Raketmann irgendwo hinten hockt, vielleicht sogar auf dem Berg da oben, und sich einfach denkt, ich schieße mal ein bisschen runter. Und nach der gleichen Variante werde ich wahrscheinlich auch mal irgendwas machen, einfach nur um die Leute zu ärgern. Aber natürlich, 300 Pipstops sind nicht gerade wenig, möchte ich doch mal behaupten. Ich gedacht, da wäre irgendwas. Heißt, so viel von denen kann man auch nicht pro Gefährt drauf machen und es zugleich noch stabil machen. Was ich gerne hätte, wäre eigentlich ein Fluggerät, um das mal gegen Luftstreitkräfte auszuprobieren. Aber ich glaube, das wird dann fürs nächste Mal bleiben. Schau mal, was ist, wenn man hier hochschießt. Die Raketen fliegen immer in einer geraden Bahn, deswegen... Ah, man merkt schon, nicht alle haben getroffen. Also, so ganz knapp an der Kante zu schießen, ist nicht gut. Man muss wirklich schauen, dass man in irgendeiner Art und Weise freie Schussbahn hat, damit die Raketen auch wirklich gut treffen können. Dankeschön. Na, sagen wir noch im Lock drin sind, können wir sogar... Oh Gott, so können wir auch schießen. Aber man sieht... Ich habe es nicht gelockt und durch Zufall habe ich getroffen. Wie etwa bei der Flak. Dankeschön. Back to Mothership. Ich hoffe einfach mal an der Stelle, euch hat die Kerl-Demonstration gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Special oder auch bei Rollcraft selber wieder dabei sein würdet. Bis dato, macht es gut und wie immer. Tschüssi.